Und willkommen zurück bei Let's Play Monster Hunter 3. Also die letzte Folge war ja wirklich ein wenig sehr kurz geraten. Tut mir leid. Und jetzt sehe ich direkt schon, es wäre gut gewesen, eine Waffe mitzunehmen, die irgendwie, naja, auch Attacken beherrscht, die betäuben können. Ich nehme diese Hörner nämlich sehr gerne mit. Oder habe ich irgendwelche Attacken? Mir fallen zumindest gerade keine ein. Nein. Okay, also die Morph-Axt. Wir sehen, wir haben eine tolle Axt. Wir können solche tolle Schwünge machen. Und die lassen sich auch relativ gut kombinieren. Und wir schalten einfach so mal ein großes Capi aus. Schön. Und Chacha tanzt für uns dafür. Das ist schön. Egal. Das war noch nicht alles. Das waren jetzt erstmal die Linksangriffe. Also Fernbedienung noch links und Angriff. Normalangriff. Ja, das sieht schön aus. Oder rechts. Aber ich glaube, da gab es noch mehr. Was waren das nochmal alles? Ich komme gerade nicht mehr klar. Ah ja, Z war auf jeden Fall umschalten zum Großschwert. Ach du Kacke. Was ist das? Ganz ruhig, Kelpies. Alter. Okay. Oh doch, ich erinnere mich, das war der Burst-Schlag, wenn der so hieß. Blaues Kelpian. Juhu! Hat geklappt. Egal. Auf jeden Fall im Schwertmodus links, ach nee, minus gedrückt halten. Und wenn wir dann bei einem Gegner treffen, naja, dann stößt er halt weiter zu. Und am Ende entlädt er sich halt. Und das löst halt eine kleine Explosion aus. Diese Attacke ist eigentlich nur bei, naja, größeren Gegnern geeignet, weil bei den Kelpies ist es halt sofort tot. Wie man sehen kann. Naja, und ansonsten würde es halt immer weiter aufladen, bis es dann halt explodiert. Aber das hatte ich ja schon gesagt. Egal. Puh. Lass mich in Ruhe, Kelpie. Hat Chacha den gerade betäubt? Ich weiß es nicht. Kelpion? Oh, Feuerlöschböre braucht doch keiner. Aber was wir eigentlich im Part machen wollten, war Machaliterz und sonstige Sachen sammeln und Koropekos töten. Egal. Wir müssen mal kurz die Waffe zeigen. Jo, was hatten wir denn noch alles? Wir hatten das Schwert. Wir sehen jetzt unter unserer Schärfeanzeige noch eine weitere Anzeige. Die ist quasi unsere Fiolenanzeige. Und wie ihr hier beim Großschwert sehen könnt, es hat manchmal so, also, ja, es hat eigentlich immer diese, naja, dieses Leuchten halt drumherum. Und dieses Leuchten ist unsere Fiolenanzeige, sage ich zumindest mal so. Wenn die leer ist, dann verwandelt sich das Großschwert meines Wissens nach zurück in eine Axt. Und wir müssen nachladen. Nachladen ist so wie beim, naja, so wie bei der Armbrust auch, einfach mit Z. Und theoretisch könnten wir, ich glaube, so war es zumindest, wenn wir sprinten und dann Minus drücken, direkt in das Großschwert übergehen. Also ähnlich wie beim Hammer eigentlich und im Aufladeschlag. Aber egal, das wollen wir gerade mal nicht. So, was gab's noch? Tut mir leid, ich muss selber noch gerade ein bisschen überlegen. Okay, Minus war der eine Schlag. Hoch. Hoch gibt an. Also, wenn wir die nach oben zeigen, gibt es dann anscheinend keinen Unterschied. Schade. Na egal. Erstmal wieder umschalten auf die Morph-Axt. Da ist man ein bisschen schneller mit. Ich glaube, das war auch der Hauptgrund, warum ich das bei meinem Hauptcharakter immer genommen habe. Weil ich umschalten konnte zwischen agil und, naja, extrem lahm, aber Schaden machen. Egal. Okay, kommt er hier irgendwo runter? Nope. Gut. Laufen wir einfach mal die Gebiete ab. Wir suchen jetzt erstmal den Koropeko. 10, 9, 5, 2, 3, 7, 8. Irgendwo dürfte er ja sein. Hier nicht. Und ansonsten jagen wir halt direkt den Großjagi. Ich hätte die Gemüsemaske mitnehmen sollen. Naja.
bin halt schlau. Ist der Koropeko hier? Nein, er ist nicht hier. Oder hat er sich da drüben versteckt? Nein. Na gut, dann laufen wir wieder zurück und hoffen, dass er dann da ist. Und jetzt habe ich schon fast die ersten 10 Minuten direkt wieder verquatscht, nur wegen der Morph-Axt. Toll. Na gut. Muss aufpassen, dass ich jetzt nicht einschlafe. Eieiei. Ich glaube, ich lasse es dann erst bei noch dieser Farmfolge. Oh, da ist er ja. Also noch diese Aufnahme und dann mache ich Schluss für heute. Komm schon. Und wie wir jetzt sehen, bumm, hat's kaputt gemacht. Und der rennt jetzt direkt um. Hat er jetzt eigentlich den Großherrn gerufen oder nur Yakis? Ach nee, Katzen. Was war das eigentlich gerade? Ach ja, man konnte ja auch noch ausweichen. B, also seitlich in diesem Fall. Oh, immer diese Feuersteinattacke. Und immer schön drauf. Das klappt eigentlich recht gut. Wenn das Chacha weiterhält, können wir es wohl schaffen. Ohne zu sterben, meine ich. Jetzt ruft er den Yaki. Nein! Und er hat es geschafft. Das heißt, wir haben gleich Besuch. Wie ich das mag. Das Tolle ist eigentlich bei der Morph-Axt, man kann die Fernbedienung einfach schütteln und es hilft. Warum kommt der Großyagi nicht? Dass er so lange braucht, ist mir neu. Nein! Ausweichen. Und kaputt. Jo, schön. Hey. Gemeinheit. Immer drauf. Na komm, geh mal durch. Das wäre alles sehr viel einfacher, wenn die Schläge einfach durchgehen würden. Wir brauchen mehr Schärfe. Ah. Oh nein, unsere Feuer ist... Löschbeere wurde gestohlen. Ah, oh, der Großjagd ist da. Ja, greift euch gegenseitig an. Das finde ich gut. Na, das könnte dauern. Oh, wir haben ja verringert Schärfe, fällt mir gerade auf. Wann ist das denn passiert? Na, egal. Ich finde es schön, dass sie sich untereinander angreifen. Oder greifen die Chacha an. Egal. Na komm, Koropäckchen. Ach komm, lass mich in Ruhe. Oh nein, Chacha ist tot. Das heißt, sie gehen jetzt auf mich. Klappt aber ganz gut soweit. Auch wenn ich nicht weiß, woran ich gerade abpralle. Oh, und wir haben rote Waffenschärfe. Schön. Nein! Verwirrt, verwirrt, verwirrt. Sah gerade lustig aus. Oh, Chacha ist wieder da. Super. Tanz für uns! Schnell! Ey! Yagi, lass mich in Ruhe. Ihr wollt mich verarschen. Eieieiei. Und tot. Naja, hier dürfen wir da sterben. Ach ja. Jetzt die Frage, heilt er oder gibt er einen Angriffsbuff? Also es war zumindest immer meine Vermutung, dass er heilen kann.
Egal, wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal Waffen schärfen. Jut. Maximale Schärfe erreicht. Perfekt. Aber dafür haben wir jetzt auch keinen Weststein mehr. Nein. Großjagi. Hab mich schon gewundert. Und immer schön drauf. Ich meine, wir müssen sie ja beide töten. Oh, und die Königsrusche ist ab. Na, jetzt komm doch mal näher ran. Komm schon, bleib stehen. Lass dich treffen. Ausweichen. Rankommen lassen. Angreifen lassen. Und draufklippeln. Ausweichen. Auf Schwert umschalten. Warten, bis er fertig angegriffen hat. Minus drücken. Ausweichen, was nicht ganz klappen will. Alter! Ist er schon tot? Nee. Das akzeptiere ich nicht. Komm schon, ja. Lass dich treffen. Sei ein großes, böses Jagdchen. Nein, 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 nicht treffen. Nicht mich, meine ich. Eieiei, ist das nervig. Komm her. Och, komm schon. Oh, Moment, warum bin ich im Großschwertmodus? Ah, und ich muss nachladen. Na gut. Und der haut ab. Naja, schön. Egal. Sinnloses Gequatsche hoch 10. Er ist noch hinter uns. Ja. Na komm her. Ciao, ciao. Komm zu uns. Ein Jagi tot. Kommt schon, nächste. Zweiter Jagi tot. Dritter Jagi tot. Großjagi, komm her, ich habe deine Kumpanen getötet, also greif mich an, räche die. Sei ein guter Don. Und der Kuropeko ist anscheinend auch da. Ja. Hat man gehört. Nein! Oh. Nein, ich höre einen Feuerstein, der auf mich zurast. Ja. Und der ist schon mal geschwächt genug. Nice. Laufen, 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 hatten wir das Problem nicht erst beim Königsblutroff. Oh nein, ein Stein wurde gestohlen. Angriff ist die beste Verteidigung. Ausweichen nach vorne und zuschlagen. Und der ist jetzt auch schon fast tot. Na gut, dann können wir jetzt erstmal den Großjagi töten. Es sei denn, wir kriegen den noch ein bisschen angegriffen. Na, das war's. Okay. Jetzt Beeilung, Beeilung, sonst erholen sich alle wieder. Das will ich nicht. Okay, erst auf 6, dann auf 8. Also jetzt erstmal den Großjagi erledigen. Der Priorität. Ja, das ist gerade der Kuropeko, der gerade über unseren Kopf hinwegfliegt. Ausweichen.
Das ist doch echt. Ja. Jo, sehr schön. Jetzt wäre die Fackel echt nicht schlecht. Ja, die Haut. Schön. Habe ich noch so viel Glück? Hört auf mich anzugreifen. Bitte. Noch einen. Großartige Klaue. Sehr schön. Und noch ein Angriff von irgendeinem Gegner und ich bin tot. Ja, das ist schön. Scheiße. Rosjak ist noch nicht abgehauen. Hui. Er holt Yagis. Naja, soll er ruhig. Gut. Habe ich noch irgendetwas, was ich tun kann? Ich hätte Tränke. Ach komm, wahrscheinlich einfach. Ach komm, das wollte ich jetzt nicht. Sammeln wir noch mal ein paar Wetzsteine. Das könnte echt nicht schaden. Okay, perfekt. Lustig finde ich auch, dass er immer erst in die Schwertform geht, bevor er schleift. Ich glaube, die waren zu faul, nochmal bei der Axt die Axt zu drehen, wenn er mit der einen Seite fertig ist. Ich meine, da müssen ja beide Seiten scharf sein. Ah, wir hätten länger warten müssen. Na gut, nachher ist man immer schlauer. Lang kann das ja nicht mehr dauern. Und switchen. Und Todesstoß. Na, bleib stehen. Trank wurde gestohlen. Das nehme ich übel. Oh nein. Oh nein. Oh je, oh je, oh je. Oh nein, oh nein, oh nein. Das mag ich nicht. Darauf stehe ich nicht. Lass mich in Ruhe. Nein. Jo, super, Cha-Cha, oder wäre lustig, wenn das der Banabarabara gewesen wäre. Oder, naja, der Melnix. Das ist Melnix, oder? Munzerknochen M, perfekt. Brauchte ich doch. Schön. Egal. Ich würde es auf jeden Fall sagen, das war es auf jeden Fall schon wieder für diese Folge mit Let's Play Monster Hunter 3. Wir starten dann nochmal in die nächste Folge. Ich denke, es wird jetzt nochmal eine geben. Aber da wird wirklich nicht sehr viel passieren. Wir werden einfach nur ein paar Rohstoffe farmen und das war's dann. Also bis zur nächsten Farmfolge. Ciao, ciao.